Grüße Gemüse und herzlich willkommen zu einem neuen Shisha-Talk-Video auf dem Kanal der Shisha-Brothers. Wer es noch nicht kennt, wir haben ja so gesehen ein Format, wo wir einfach frei sprechen über alles, was uns gerade so ein bisschen bewegt. Die Themen, die werden wir gleich natürlich noch vorgeben. Das Ganze hat aber keinen direkten Ablauf, also es ist alles bunt durchgewürfelt. Dann kommen wir mal kurz zu ein paar Themen, die heute bei uns präsent sein werden. Nämlich zum einen Preisbildung in Deutschland, Online-Shops, Läden, Russland, ein bisschen über Spock, eBay, ein bisschen über Angebote und dieses wunderschöne Limited. Ansonsten, wie setzen sich so ein bisschen die Preise zusammen? Nochmal ein kleiner Abschnitt für die neuen Preise, was wir schon mal behandelt hatten, weil wir da tatsächlich noch eine Anmerkung haben. Vielleicht steigen wir auch direkt einfach ein mit den Preisen, den neuen Preisen, wie die sich zusammensetzen. Wir hatten es ja schon mal angesprochen, ein Großteil dieser Preissteigerung setzt sich natürlich darauf zusammen, dass die Rohstoffe wohl teurer werden. Ist ja auch kein Geheimnis, dass irgendwie aktuell alles teurer wird. Aber wir hatten uns ja persönlich noch die Frage gestellt, warum einige Hersteller denn so günstig noch weiter produzieren können. Also günstig in Anführungszeichen, weil 19,90 € ist ja doch auch schon teurer, aber im Verhältnis zu 24,90 € natürlich nochmal ein Unterschied. Wir hatten ja aber zum Beispiel auch Loyal Tobacco als Beispiel gebracht, die für 17,90 € auf 200 Gramm aktuell weiter produzieren. Da gab es eine ganz interessante Anmerkung bzw. Reaktion vom lieben Marv SWG in einem Livestream, wo er auf unser letztes Shisha-Talk-Video reagiert hat. Und zwar ist es tatsächlich wohl so, dass das Ganze einfach aktuell noch ein Probierpreis ist, um sozusagen den Kunden den Tabak schmackhaft zu machen und dann trotzdem in Zukunft den Preis zu erhöhen. Man hat es jetzt aber auch bei Loyal Tobacco gesehen, die haben jetzt neue Sorten auf den Markt gebracht und da kosten jetzt die 200 Gramm 19,90 €, was an sich ja immer noch ein erschwinglicherer Preis ist im Vergleich zu anderen Herstellern. Also trotzdem hat man ja immer noch die Schwankungen, sage ich mal, zwischen 19,90 € und 24,90 €, wo ich mir trotzdem immer noch nicht so wirklich herleiten kann, wo das herkommt. Ja, manche wollen da vielleicht halt einfach ein bisschen mehr Gewinn machen. Ich denke auch, der ein oder andere Hersteller kann sich es einfach leisten, höher zu gehen, weil er weiß, dass er eine große Kundschaft hat, die gerne bestimmte Sorten raucht. Zum Beispiel kann man ganz klar sagen, Holster zum Beispiel. Die haben ja viele Sorten, die auch gefeiert werden. Und da werden sich die 24,90 € vielleicht trotzdem rentieren und die werden da nicht so einen großen Kundenabsprung haben. Im Gegensatz zu kleinen Herstellern, die sich das vielleicht nicht so ganz leisten können, wenn sie direkt auf so einen Preis hochspringen, weshalb dann eher 19,90 € zustande kommt. Vielleicht ist es aber auch tatsächlich so, dass über kurz oder lang alle Hersteller auf 24,90 € hochgehen müssen. Wir hoffen nicht. Wir hoffen es natürlich nicht, aber vielleicht ist das ja genau der Preis, zu dem man ja produzieren muss, um noch Gewinn zu machen. Keine Ahnung. Ein Punkt bei der Preisbildung, auf den wir aber auf jeden Fall noch eingehen können, ist tatsächlich ein relativ aktueller Punkt. Du kannst ihn gerne mal erläutern, wenn du möchtest. Also zum Beispiel jeder oder einige von euch werden vielleicht die Marke Tipsy Tobacco kennen. Das ist ja so gesehen eine Untermarke von Holster, wo einfach Sorten noch produziert werden. Und da hat man jetzt dieses gute Beispiel, dass zum Beispiel 160 Gramm 19,90 € kosten. Und im ersten Moment denkt man sich dann natürlich, oh, 19,90 € ist ja ein sehr angenehmer Preis. Und dann hat man vielleicht diesen Punkt, dass nur 160 Gramm drin sind, gar nicht so mit im Blick. Also vielleicht kurz zur Erklärung, um das mal ja noch mal ein bisschen zu veranschaulichen. Das ist eine ganz normale Dose von Tipsy Tobacco. Preislich steht hier auf der Steuerbanderole 19,90 €. Denkt man sich erstmal auch schön, ist ein angenehmer Preis. Aber das Ding ist, in dieser Dose stecken jetzt nicht mehr 200 Gramm drin, sondern es stecken hier nur noch 160 Gramm drin. Und das macht dann ungefähr ebenfalls wieder einen Preis von 24,90 € auf 200 Gramm. Und das finde ich schon ein bisschen hart, muss ich sagen. Es verschleiert das Ganze halt einfach richtig, nur, ne? Weil es ist exakt die gleiche Dose und es gibt für mich jetzt hier keinen Grund, warum man in diese Dose nicht auch 200 Gramm weiter einfüllen könnte und dann halt die 24,90 € draufschreibt. Sondern es ist wirklich einfach nur, dass es auf den ersten Moment günstiger aussieht. Ja. Und ich sage mal ganz ehrlich, als Gewohnheitskäufer, wenn ich mir im Shisha-Laden Tabak hole, sehe ich die Dose, denke mir so, aha, 200 Gramm, guckst nochmal auf den Preis vielleicht, 16,90 €, geil, nimmst du mit. Und hast aber trotzdem am Ende preislich vielleicht die 24,90 € auf 200 Gramm. Also das finde ich schon harter Tobak. Tipsy ist, wie gesagt, jetzt das extremste Beispiel. Bei Shababs sind es die gleichen Dosen mit 180 Gramm und 19,90 €. Das sind wir dann ungefähr bei 21 € auf 200 Gramm. Finde ich krass. Nach außen soll es vielleicht darstellen, dass weniger Tabak zwar drin ist, aber es trotzdem für einen erschwinglichen Preis angeboten wird. Ja. Aber wenn man dann mal auch drauf schaut, wie viel Gramm sind denn jetzt wirklich drin, merkt man, dass das eigentlich nicht wirklich Sinn macht, wenn man da mal tiefer drüber nachdenkt, wenn man halt den Preis hochrechnet dann. Ja, vor allem, weil es ist halt genau die gleiche Dose. Aber ich glaube, Tipsy Tobacco wurde noch gar nicht mit 200 Gramm verkauft, weil die, glaube ich, das direkt, weil die ja reingekommen sind in das Spiel, wo gerade neue Banderole und so weiter war. Weiß ich aber nicht zu 100%. Also da gerne mal eine Anmerkung, aber bei Shababs wissen wir es auf jeden Fall. Ja. Die haben auch schon den gleichen Tabak, den gleichen Dose für 200 Gramm verkauft. Ja. Es macht aber vermutlich auch nicht so Sinn, dann für
180 oder 160 Gramm eine komplett eigene Dose herzustellen, weil das wären ja dann auch Produktionskosten wieder. Ja. Und es müsste halt alles dann wieder umgestellt werden, nach dem Motto, oder? Nee, ist richtig, aber man könnte halt einfach den Preis anpassen. Ja, ja, da gebe ich dir so recht. Aber man will halt den alten Preis quasi weiter auf die Dose draufdrucken können und füllt dann halt einfach weniger Tabak ein. Das ist ja das, was man quasi aus der Lebensmittelbranche schon über Jahre kennt. Da wird es dann aber meistens so gemacht, es wird ein neues Verpackungsdesign vorgestellt, wo der Preis dann meistens gleich bleibt, aber einfach weniger drin ist. Ja. Ja, und hier ist es ja mehr oder weniger auch so, nur dass halt die Verpackung trotzdem gleich bleibt. Richtig. Und einfach weniger drin ist. Also das ja, ist auf jeden Fall ein Punkt, der mich beeindruckt hat. Ja. Schreibt uns da gerne mal auch in die Kommentare, falls ihr da mehr zu wisst, ob es da spezielle Hintergründe zu gibt, warum da jetzt halt nur noch 180 Gramm eingefüllt werden und nicht mehr 200 Gramm. Aber für mich gibt es da aktuell keine rationelle Erklärung für. Kommen wir zum nächsten Punkt. Das soll nochmal so ein bisschen um die Preisbildung in Deutschland gehen, da aber eher speziell auf die Läden und auf die Shops, für was Produkte im Allgemeinen jetzt verkauft werden, jetzt nicht auf Tabak gesehen. Und man hat es ja gesehen, dass immer mehr Shops Angebote auch bringen und die Angebote sind zum Teil sehr, sehr krass. Bestes Beispiel zum Beispiel der Oblaco, der ja für 24,90 Euro und zum Teil für 30,90 Euro in den Online-Shops verkauft wurde und jetzt, wo der Hype so eigentlich komplett am Abklinken ist, wird er für, lass es 10 bis 9 Euro verkauft werden oder lass es 12 Euro sein. Aber man sieht es, die Hälfte vom Preis. Ich habe dann immer im Hinterkopf, okay, der wird jetzt für die Hälfte des Preises verkauft, was ja an sich ein geiles Angebot ist. Und man merkt ja trotzdem, dass halt immer noch Gewinn mit diesem Kopf gemacht wird, obwohl er jetzt so günstig verkauft wird. Ja. So, das habe ich dann im Hinterkopf, wie viel man eigentlich bezahlt hat und wie viel man jetzt bezahlt. Und trotzdem wird immer noch Gewinn gemacht. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendein Shop ein Produkt als Angebot reinstellt und am Ende keinen Gewinn mit diesem Produkt erzielt. Kann ich mir nicht vorstellen. Gut, du weißt aber natürlich nicht, ob die vielleicht auch gerade in diesen Hype-Zeiten einfach extrem viel eingekauft haben und jetzt das Ganze lieber für einen Verlustpreis verkaufen, mehr oder weniger, statt auf der Ware sitzen zu bleiben. Auf Verlustpreis würde ich nicht sagen, weil Oblaco an sich wird sich, denke ich, immer noch verkaufen. Ja. Vielleicht nicht mehr so stark wie vor einem halben bis einem Jahr, aber der wird sich immer noch verkaufen, weil viele den Kopf ja immer noch mögen. Aber ich sag mal so, wenn er sich immer noch so krass verkaufen würde, dann wäre ja die Notwendigkeit nicht da, den für 10 oder 9 Euro zu verkaufen. Dann könnten sie ihn ja auch einfach für 15 Euro ganz normal weiterverkaufen. Also ich persönlich glaube, ja, der Hype von dem Kopf ist runtergegangen und er wird sich nicht mehr so krass verkaufen wie vor einem Jahr, aber die Nachfrage wird, denke ich, immer noch groß sein und es ist jetzt einfach der Zeitraum angekommen, wo sie wissen, ja, es sind nicht mehr tausende von Bestellungen, die aufgegeben werden und nur diesen Kopf wollen. Und jetzt kann ich den auch mal ins Angebot setzen. So würde ich das persönlich jetzt denken. Naja, wahrscheinlich werden sich die Hersteller natürlich auch gegenseitig unterbieten mit den Preisen. Ja, ja, das merkst du ja bei den Shops. Ja. So, da will einer günstiger sein als der andere. Und wenn es nur 5 Cent sind, man hat es ja gesehen bei Onelsuka zum Beispiel, die extrem viele Angebote rausgehauen haben. Ich glaube, im letzten halben Jahr war das, wo die so extrem viele Angebote hatten. Und das hat natürlich dann auch bewegt zum Kauf. Ja, ich selber habe ja dann auch eingekauft. Und da gibt es ja auch so Kritik dran, warum man so viele Angebote raushaut, weil es ja so gesehen auch anderen Shops schadet, sage ich mal. Mhm. Zum Beispiel kleinere Shops, die halt nicht so krasse Angebote raushauen können, weil sie sonst einfach wirklich gar keinen Gewinn mehr machen. Für die ist es natürlich ein dicker Nachteil, ja, gebe ich absolut recht. Aber wenn ich jetzt einen Shop sehe, und da ist mir egal, welcher Shop das ist, und der hat ein gutes Angebot, was günstiger ist als jeder andere Shop, dann schlage ich dazu. Da habe ich auch gar keine Bedenken oder fühle mich dann schlecht, weil, ja, Rabatte sind Rabatte. Vielleicht ist das auch einfach das Ossi-Denken, ich weiß es nicht. Naja, das ist halt auch einfach dann so die normale freie Marktwirtschaft, sage ich mal, mehr oder weniger. Ja. Der Stärkere setzt sich halt durch. Der sich's leisten kann, solche Angebote rauszuhauen, der macht das halt. Wäre ja auch dumm, wenn nicht. Und sticht damit halt die anderen Shops aus. Das ist halt ja das ganz normale Vorgehen, sage ich mal. Ob das jetzt gut ist oder nee, kann man sich sicherlich drüber streiten. Aber ich sag mal, jeden Kunden wird es letztendlich freuen, wenn er irgendwo ein günstiges Angebot schießen kann. Definitiv, klar. Dann wollen wir auch nochmal auf einen extra Punkt eingehen, der auch so ein bisschen im Zusammenhang mit dem Thema Preise steht. Und zwar sind das ja quasi Privatverkäufe über eBay, über Spock. Und ich denke, da kannst du auf jeden Fall ein bisschen mehr zu sagen, weil du bist da, denke ich, deutlich aktiver als ich. Ich habe zum Beispiel noch nie irgendein Shisha-Zubehör über eBay oder Spock oder ähnliches bestellt. Also, um das kurz zusammenzufassen, ich finde, auf Spock kann man besser kaufen als über eBay, einfach weil es mehr Shisha-Produkte gibt, finde ich, und die Preise zum Teil auch ein bisschen besser sind. Aber es gibt trotzdem auf beiden, auf eBay und auf Spock, extrem hohe Preise, was sich nicht ganz rechtfertigen lässt, finde ich. Da wird das Ganze immer darunter getarnt und die Nachfrage macht halt den Preis.
ist bei den Privatherstellern, wie zum Beispiel, keine Ahnung, bei dem Oblako-Thema bestes Beispiel, wo die dann auch für 60 Euro angeboten wurden auf Spock. Das ist einfach lächerlich. Also für so einen Kopf 60 Euro macht das wirklich gar keinen Sinn. Naja, ich denke mal, es gibt halt einfach viele Privathändler oder Privatanbieter, die dann gerade bei limitierten Köpfen, macht das ja vor allem Sinn, viele einkaufen, um die dann künstlich eine höhere Nachfrage zu erzeugen, dass es den halt in offiziellen Shops nicht mehr gibt und du den dann privat für deine 50, 60 Euro verkaufen kannst, wie auch immer. Ja, richtig. Bei Limited-Kopf hatte ich es ja auch. Das war der Shishaya-Hyphen in der rot-weißen Variante, den ich dafür 110 oder 115 Euro geholt hatte, was halt lächerlich ist. Und ich habe das auch gewusst zu dem Zeitpunkt, dass der Preis absolut ungerechtfertigt ist, auch für eine Limited Edition. Aber ich wollte ihn halt unbedingt haben. Und der eine oder andere weiß, dass ich Köpfe, Pfeifen, sammle und dann gibt man halt den einen oder anderen Obolus doch mal mehr aus und im Nachhinein ärgert man sich drüber. Aber ich bin trotzdem froh, dass ich das alles habe, was ich da gekauft habe, aber man ärgert sich halt trotzdem. Wo wir das Thema Limited gerade schon mal kurz angesprochen haben, können wir da noch mal drauf weiter eingehen. Wie zum Beispiel beim Oblako Dosha in Black, der in vielen Online-Shops als Limited-Variante verkauft wurde, was halt absolut nicht gestimmt hat, weil es kein Limited-Kopf ist, der jetzt in Massenproduktion ist und in jedem Shop verfügbar ist und trotzdem wurde halt bei einigen Shops so verkauft. Muss ich ehrlich sagen, finde ich eine Schweinerei, weil das natürlich nochmal den Kunden dazu drängt oder, oh scheiße, das ist ein Kopf, der wird vermutlich nicht so lange verfügbar sein und dann kaufe ich ihn lieber jetzt, bevor er irgendwann nicht mehr verfügbar ist. Ja. Und dann siehst du in 2-3 Monaten, boah, den Kopf gibt es ja immer noch. Und dann hast du deutlich mehr bezahlt, als er dann am Ende verkauft wird. Ja. Zum Beispiel in der Anfangszeit wurde er auf eBay für um die 100 Euro sogar drüber verkauft, was ja absolut lächerlich ist. Hm. Und ich habe auch einen für 100 Euro gekauft, gebe ich auch zu, ja. Weil ich auch dachte zu dem Zeitpunkt, hey, das ist ein Limited-Kopf und den wird es nicht mehr geben. Aber ja, stimmt halt nicht. Also ich finde es sowieso Schwachsinn, dass man bei solchen einfachen Köpfen, sage ich mal, wie dem Oblako Dosha jetzt, was jetzt, der zeichnet sich ja im Prinzip nur dadurch aus, dass es eine Kooperation aus zwei Herstellern ist. Und durch die Farbe halt. Ja gut, es ist halt ein schwarzer Kopf bzw. ein weißer Kopf. Ja. Das ist jetzt für mich kein Punkt, der rechtfertigen würde, warum man das als Limited verkaufen würde. Also ganz allgemein finde ich das sinnlos, solche einfachen Köpfe als Limited zu verkaufen. Ich weiß, es gibt solche Köpfe, die dann ganz abgespaced aussehen und in Handarbeit hergestellt werden, wo du dann halt aber nicht nur eben deine 50, 60 Euro bezahlst, sondern halt auch mal über 100 Euro, 120 Euro, die halt wirklich handgemacht sind, wo du wirklich, wo du weißt, das ist ein Unikat, das ist für mich ein Limited-Kopf. Aber jetzt ein industriell hergestellter Kopf, wo man vielleicht sagt, okay, wir wollen eigentlich nur 5000 Stück davon produzieren und den dann als Limited zu verkaufen und im Nachhinein vielleicht auf die Idee zu kommen, auch Mensch, der hat sich aber gut verkauft, produzieren wir nochmal 5000. Ja. Das ist dann für mich einfach kein Limited. Und ich finde es halt auch falsch, das als Limited zu verkaufen. Denn genau durch solche, ja, oder durch so eine Wortwahl entstehen dann halt solche künstlichen Preise. Mhm. Ja, aber Limiteds, das hat man ja nicht nur bei Köpfen, das hat man auch bei Pfeifen zum Teil. Sind wir wieder bei Dosha angelangt, die soll ja auch auf 500 immer limitiert sein. Man hat es jetzt schon des Öfteren gehört, dass es nicht so ist. Geil wäre es mal, wenn man tatsächlich hier die Nummer, die man halt drauf hat, nochmal woanders sieht, weil das wäre halt die absolute Bestätigung dazu. Auch, ja, aber ich glaube es tatsächlich auch nicht, dass die wirklich nur einen gewissen Bruchteil da 500 Stück produzieren und sonst nichts mehr, weil dafür verkauft sich die auch einfach zu gut, würde ich sagen. Ja. Das sind natürlich alles persönliche Meinungen und Überlegungen, ob das nun stimmt oder nicht. Das wissen wir natürlich auch nicht. Genau, wie immer ohne Quellenangabe. Richtig, einfach nur persönliche Meinung. Kommen wir zum letzten Punkt und da soll es sich nochmal um Pfeifenpreise drehen. Also alles heute so ein bisschen um Preise. Da speziell so Pfeifen, die halt aus Russland geliefert werden. Und da sieht man es ja zum Beispiel bei Blade Hooker, die für 450 Euro verkauft wird. Wenn man sich bei den Herstellern dann mal die Preise anschaut, was die dann im Einkaufspreis kosten, ist das halt ein immens geringer Bruchteil, wie sie dann halt im Laden landet. Ne? Das finde ich so krass, wenn man da wirklich mal guckt, was da eine Alpha-Hooker oder eine Blade-Hooker, was die denn wirklich kosten in Russland und was man dann als Deutscher am Ende bezahlt, das ist halt, boah, ist schon krass. Ja, du bezahlst dann halt den Service, sage ich mal, mit dazu. Ja, ja. Also das, dass der Händler die Pfeife aus Russland holt, dann will der Händler natürlich auch noch ein bisschen Gewinn machen und da kommt natürlich schon ein ordentlicher Preis zusammen. Zu 100% weiß ich auch nicht, wie sich die Preise dann zusammensetzen, also wer alles in diesem Zyklus mitverdient. Ja. Ich denke mal, das wird nicht nur einer oder zwei sein, das werden deutlich mehr sein und deshalb ist es natürlich auch nachvollziehbar, dass der Preis ein bisschen in die Höhe geht und nicht für den Originalpreis, sage ich mal, verkauft werden kann. Ja. Ist die Frage, wie man das Ganze dann anzieht und ob das dann immer noch so gerechtfertigt ist. Also das ist auf jeden Fall ein Tipp,
den wir euch mit auf den Weg geben können. Wenn ihr vielleicht eine außergewöhnliche russische Pfeife haben wollt, wo ihr hier in Deutschland 300 bis 400 Euro zahlt, guckt einfach mal auf die Website des Herstellers. Es gibt einige, die verkaufen auch an Privatpersonen oder auf dem inoffiziellen Weg, was du ja auch schon Erfahrung mitgemacht hast, ja, auf Instagram zum Beispiel einfach mal anschreiben. Und dann kann man meistens dort die Pfeife eben zu dem russischen Preis kaufen. Muss ich dann natürlich selber um den Versand mit kümmern, zahlt auch nochmal ein bisschen Versandkosten mit drauf. Aber man kommt in der Regel deutlich unter dem Preis, was man hier in Deutschland bezahlt. Bei Panda Hunker hatte ich das zum Beispiel. Genau. Da habe ich ja beim Hersteller bestellt. Richtig. Hat zwar etwas länger gedauert und die Verständigung war etwas schwierig, aber es hat alles funktioniert. Zwei Pfeifen habe ich da, glaube ich, drüber gekauft. Mhm. Und ja, das lief alles reibungslos. Warte mal, für was habe ich die gekauft? Ich glaube, was habe ich bezahlt gehabt? 160 Euro? Das müsste irgendwie sowas gewesen sein. Irgendwie 160 Euro für die Black Gold Variante, die in Deutschland halt doch nochmal deutlich mehr kostet. Mhm. Ich glaube, 320 Euro sind es in Deutschland. Das ist schon ordentlich. Ist schon nochmal ein kräftiger Unterschied. Genau. Aber was man natürlich noch sagen muss, wenn ihr im Ausland bestellt, kann natürlich immer noch mal der Zoll dazwischen funken. Mhm. Ihr könnt Glück haben und das Paket wird einfach durchgewunken und ihr zahlt nicht drauf. Aber es kann natürlich passieren, es wird abgefangen, ihr müsst es abholen gehen. Dann zahlt ihr, glaube ich, einmal Zollgebühren und auch noch mal 19% Mehrwertsteuer. Das Abholen weiß ich gar nicht, ob das so ist. Ich musste, auch wenn ich dreimal schon Zollgebühren zahlen musste, nie zum Zoll selber gehen. Dann kommen wir zum Ende vom heutigen Shisha Talk. Die Pfeife ist auch schon fast tot. Schreibt uns gerne mal in die Kommentare, was ihr von den ganzen Themen, die wir jetzt gerade so besprochen haben, haltet. Ja, ansonsten bleibt uns eigentlich nicht viel übrig, außer zu sagen, ist das Däumchen oben, wird man dich loben. Und in diesem Sinne sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, haut rein. Ciao. Tschüssikowski.